Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Pixel Ami. Und ich bin jetzt wieder da. Ich zeige euch jetzt wieder mal ein neues Video von mir. Worum es geht in diesem Video? Ja, ihr habt jetzt knapp fast 2 Jahre lang nichts mehr von mir vom Flohmarkt gesehen oder eben halt von meinen ganzen Pickups. Von vor 2 Jahren weiß ich natürlich nicht mehr genau, was ich da jetzt alles hatte, aber ich habe jetzt das ganze komplette letzte Jahr versucht, alles irgendwie zurückzulegen. Ihr seht es ja hier schon im Hintergrund, es sind ein paar Lücken. Die habe ich alle im letzten Jahr bekommen. Und da versuchen wir jetzt mal euch zu zeigen, was ich in den letzten 365 Tagen alles ergattert habe. Ich weiß nicht genau, es kann sein, dass es 2 Videos wird oder es wird ein richtig schönes, langes Video, bestimmt eine Stunde, gehe ich mal von aus, weil ich habe so viel in dem letzten Jahr bekommen. Es ist unheimlich. Also, holt euch Popcorn, legt euch zurück und schaut euch das an. Alles nach dem Intro. Ja, viele von euch haben mich schon angeschrieben und gefragt, wann kommen endlich die nächsten Videos. Jetzt habe ich endlich ein paar Videos für euch. Also, es kommen jetzt in den nächsten Zeiten wieder ein paar mehr. Es wird auch wieder neu gestreamt. Ich musste mich erstmal ein Jahr wieder zurücklegen, weil ich habe einen neuen Job. Und da habe ich mich jetzt das erste halbe Jahr schön eingearbeitet, oder also schon länger als ein halbes Jahr. Und ich fühle mich unheimlich wohl in den neuen Job und ich persönlich fühle mich auch richtig wohl. Deswegen kann ich mich wieder an die Videos ranwagen, selbst keinen Druck hintermachen. Deswegen seid nicht so böse, wenn mal wo 2, 3 Wochen kein Video kommt, aber es sollen jetzt kontinuierlich eigentlich wieder Videos kommen. Und vor allen Dingen wieder bei Twitch oder bei YouTube werde ich wieder streamen. Das muss ich noch sehen. Ich bin auch sehr, sehr oft bei Instagram, also wer eigentlich fast jeden Tag oder alle 2 Tage was von mir sehen möchte, was ich neu bekommen habe und, schaut unten in der Beschreibung, da ist mein Instagram, da bin ich sehr, sehr aktiv, eigentlich jeden Tag, manchmal sogar 2-mal am Tag, dass ich da was Neues poste. Ja, wie fange ich jetzt meinen Pickup-Videos an? Ja, ihr wisst, es geht um Flohmarkt, eBay-Kleinanzeigen, eBay-Deals mit Freunden und, also... Ich war auf dem Flohmarkt bei uns hier in Bremerhaven, in der Fischereihafen, da hatten wir eine Flohmarkthalle und dort habe ich jemand gefunden, der hatte Atari-Sachen dort. Nicht die Konsolen, sondern eher diese Computer. Und da habe ich einen guten Deal gekriegt. Für 30 Euro habe ich mir einen Atari 400 geholt mit einem Cartridge. Alle Kabel sind dabei. Er funktioniert auch, aber wie gesagt, da habe ich noch keine Spiele für. Da ist zwar eine Cartridge 2, aber das ist mehr so Basic Computing, also so Basic Programm. Da muss ich gucken, ob ich dafür noch irgendwas bekomme, aber das war im Lot eigentlich mit drin. Den wollte ich gar nicht haben, sondern die nächsten beiden, die ihr hier sehen werdet. Das habe ich für 30 Euro bekommen, diesen ganzen Lot. Also was ihr jetzt gleich noch die beiden nächsten seht, das war alles für 30 Euro. Der wurde einfach nur reingeschmissen, weil ich gesagt habe, ich möchte nur die anderen beiden haben. Dann hat er gesagt, komm her, nimmst den da noch mit. Und da habe ich gesagt, ja klar, nehme ich mit. Der ist etwas seltener. Normalerweise gibt es diesen hier mit einem so einer Tastatur, die einfach nur flach ist, wie so eine Folie obendrauf. Und diese Variante ist wohl ziemlich selten. Keine Ahnung, von denen kenne ich mich nicht ganz so aus. Den hatte ich auch nie. Aber diese beiden, die jetzt kommen, die hatte ich natürlich als Kind oder Jugendlicher. Der jetzt kommt, das ist der Atari 800 XL. Es fehlt hier oben eine Taste. Die versuche ich jetzt gerade bei eBay zu bekommen. Da ist einer dabei, der verkauft nur einzelne Tasten. Und da versuche ich den zu bekommen. Den habe ich damals von meinem Nachbarn ausgeliehen bekommen. Den habe ich selbst auch nie besessen. Den hat er mir ausgeliehen, weil er sich einen C64 schon geholt hat. Und den habe ich fast 2 Jahre gehabt von ihm. Und später hat er dann gesagt, kann ich doch behalten. Ja, aber dann habe ich schon mein C64 gehabt. Mit dem hier habe ich gute Zeiten daran erinnert, dass ich mit Kumpels so Hefte gekauft habe und dann konntest du Spiele aus diesen Heften rausschauen. Da waren 30, 40, 50 Seiten nur mit irgendwelchen Zahlen, die wir dann halt abgeschrieben haben. Und wenn nur eine einzige Zahl nicht richtig war, mussten wir alles von vorne machen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir an ein Spiel irgendwie 5 Tage geschrieben haben, bis wir es endlich richtig hatten. Ja,
Ich versuche, die Cartridges dafür zu bekommen. Ein bestimmtes Cartridge suche ich auf jeden Fall. Das ist Buck Rogers. Das habe ich damals auf diesem Ding hier unheimlich viel gespielt. Und ich freue mich, wenn ich das Spiel endlich mal dafür bekomme. So. Dann kommen wir zum nächsten. Das hatte auch mein Nachbar zuerst. Ein Atari ST 1040. Mit diesem Gerät haben wir, mein bester Freund und ich, bei einem Kumpel von mir, mit dem ich jetzt immer noch Musik mache. Die beiden sind immer noch in meiner Gruppe sozusagen, Markus Krause und Markus Locus. Shoutout zu euch, wenn ihr unsere Musik sehen wollt, schaut auch unten in der Beschreibung. Da verlinke ich eure unsere Hip-Hop-Musik, unser Musikvideo dazu. Hiermit haben wir unsere erste Musik gemacht. Ich nicht selber, das hat der Kumpel von mir. Ich habe hiermit natürlich gezockt. Und ich suche ein bestimmtes Spiel dafür, das nennt sich TNT, das ist sowas wie Commandos oder Rambo damals gewesen. Ich habe es geliebt hier auf diesem Gerät, das sah so cool aus und hat so viel Spaß gemacht. Das habe ich immer mit meinen Nachbarn gespielt. Ja, ich muss dazu sagen, hierzu gab es noch einen monochromen Monitor, den habe ich unten im Keller. Der funktioniert nicht, weil sie das Kabel hinten einfach abgeschnitten haben. Da müsste ich mal aufmachen, gucken, ob ich da einfach ein normales Stromkabel wieder anschließe. Ja, alles dabei, Diskettenlaufwerk. Ach so, und zu dem 800 XL muss ich dazu sagen, da ist noch ein Diskettenlaufwerk dabei. Das steht oben im Regal, das zeige ich jetzt nicht extra. Es gibt aber noch mehr von Atari. Das ist jetzt also erstmal der Atari-Vlog. Ich habe noch ergattert einen Atari Junior. Und noch ein paar Spiele dazu. In Originalverpackung sogar. Und sie sind gar nicht mal so schlecht. Sie sind nicht hundertprozentig kaputt. Ein paar davon sind kaputt, so wie das hier. Hier hinten seht ihr einen Einriss. Aber von vorne, ich werde mir so eine Plastikhöhle dafür holen. Super Ferrari. Dann hier ist es so eine, in so einer komischen anderen Box drin. Grand Prix. Dann Pac-Kong, Jungle Boy, Robin Hood. Und das habe ich ganz viel gespielt damals als Kind. Top Gun. Für den Atari 2600. Und dann hatte ein Freund von mir, der Ricky's World, hat mir noch eine Anleitung zu meinem Lieblingsspiel oder mein Lieblings-Atari-Spiel Defender besorgt. Oder das hat er gefunden auf dem Flohmarkt und hat mir das geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür, Ricky. Ja, das waren erstmal meine Atari-Sachen. Jetzt gehen wir mal weiter rüber zu Xbox. Ja, genau. Wir kommen jetzt zu Xbox. Dann fange ich gleich mal an. Ich habe von einem guten Kumpel von mir, der auch Musik macht, mit Milo, Shoutout to you, einen Xbox Crystal bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau für wie viel, aber er hat mir auf jeden Fall einen guten Deal gemacht. Die funktioniert auch, alle Kabel sind dabei und es ist sogar auch ein Crystal Clear Joypad dabei. Ja, den wollte ich auf jeden Fall haben. Da fehlt mir jetzt nur noch der in Grün und da bin ich auch jetzt gerade hinterher. Ja, dann habe ich noch tatsächlich endlich mal ein Xbox Classic in OVP. Eigentlich ein recht gute OVP, wenn man das so sieht. Ja klar, hier oben sind die Ecken so, unten die Ecken, aber so insgesamt, sie glänzt noch schön. Ihr seht, hier ist ein bisschen eingedrückt, aber die sieht noch richtig gut aus. Und wenn man reinschaut, die Xbox selbst ist funktioniert, super Zustand. Da ist eine Anleitung, also das ist eine Anleitung, sei schon, eine Fernbedienung bei. Da ist noch ein Controller bei, alle Kabel sind dabei. Die sieht wirklich super aus noch. Und die hatte ich auch, glaube ich, für einen guten Deal bekommen. Aber ich kann leider jetzt nicht mehr genau sagen, wie viele. Obwohl das noch gar nicht so lange her ist. Ich glaube, ich werde langsam alt, ja. In 2 Monaten werde ich 50. Und dann, genauso alt wie Atari, muss ich dazu sagen. 72 ist Atari. Ich auch. Ja, das waren die beiden Xbox-Konsolen. Die habe ich bekommen. Gehen wir jetzt mal weiter rüber zu Xbox Classic Games, die ich mir geholt habe. Das ist einmal Metal Solid Gear 2, Turok Evolution, Torino 2006.
Dann kommen wir mal rüber zu den Xbox 360 Games. Einmal Wet. Einmal Forza Horizon. Einmal Final Fantasy 13. Wobei ich muss sagen, ich will jetzt alle Final Fantasy Spiele suchen, die ich kriegen kann. Ich bin ein absoluter Final Fantasy 7 und 15 Fan, so wie die neuen Spiele sind. Möchte aber ganz gerne die alten auch alle spielen. Vor allen Dingen sammle ich jetzt auch Figuren davon. Also alles, was ich kriegen kann. Wenn ihr irgendwas habt, bietet mir das ganz gerne an. Resident Evil 5, das hatte ich glaube ich schon. Das war aber in den Lot mit drin. Resident Evil Operation Raccoon City. Darksiders 2. Darkness 2. Und hier nochmal ein Snowboard-Spiel, Transworld Snowboarding für die Xbox Classic. Die hatte ich vorhin vergessen. Von Atari. Und für die Xbox One habe ich auch ein paar Spiele. Das wäre einmal Gears 5. Riders Republic habe ich beim Mediamarkt gekauft für 19 Euro. Nur weil sie die alle falsch runtergesetzt hat. Das ist die Ultimate Edition. Die war eigentlich ein bisschen teurer. Und habe ich sie darauf angesprochen, sie hat gesagt, ich kann es trotzdem für 19 Euro haben, da irgendwie 6 oder 7 Stück aus Versehen runtergesetzt worden ist, haben sie dadurch nicht unbedingt Verlust. Ja, vielen, vielen Dank. Und dann habe ich mir noch das Sonic Colors Ultimate geholt. Ja, Sonic ist so und so immer ein Ding, was ich gerne mag. Ja, das denke ich mal, waren meine Xbox-Spiele. Und dann gehen wir jetzt mal weiter rüber zum Nintendo. So, jetzt sind wir beim Nintendo angekommen und Nintendo habe ich eine richtig große Menge hier über das letzte Jahr gesammelt. Nintendo war damals nicht ganz so mein Ding, aber mittlerweile liebe ich es immer mehr und immer mehr. Und ich habe jetzt diesen Lot für 40 Euro bekommen. Man glaubt es oder nicht, aber der ältere Herr, der wollte, das war alles von seinem Sohn, das wollte er nicht mehr. Und der wollte mir das alles schenken. Ich habe gesagt, nee. Hier, nehmen Sie wenigstens Geld dafür, ein bisschen Geld dafür. Er wollte, ich konnte ihn noch rauftreiben auf 40 Euro, mehr wollte er nicht. Und ich habe jetzt diesen ganzen Lot für 40 Euro bekommen, Leute. Also, da ist eine ganze Menge bei. Und fangen wir mal an mit einem GameCube. Inboxed. Ich habe ihn jetzt hier natürlich erstmal ausgepackt. Das ist er mit Cartridge und... Das ist halt ein super Zustand. Das Einzige, was fehlte, war ein Controller. Und der gehört hier oben in im Regal rein. So, da oben gehört er rein. Ich habe leider noch keinen silbernen Controller gefunden. Sondern ich habe jetzt bei einem Gameshop bei uns, der heißt Gameshop, der macht jetzt zu, habe ich jetzt einen No-Name-Controller gekauft für 10 Euro. Der hatte nämlich alles runtergesetzt und da habe ich noch einen davon ergattert. Da habe ich natürlich mehr für bezahlt, 10 Euro hierfür. Und für den Lot, den sie jetzt sieht, also einmal den GameCube in Originalverpackung. Dann ein Wii U in Originalverpackung. Der Wii U ist schon aufgebaut da drüben. Dann ein Wii U Controller noch extra. Dann war da in dem Paket noch ein PSP von Sony. Dazu muss ich zu sagen, zu den ganzen Sachen waren natürlich auch eine ganze Menge Spiele dabei. Die kommen gleich alle noch. PSP kommt erst bei den Sony Sachen, das da erwähne ich dann nochmal. Aber damit ihr seht, also den GameCube, die Wii U, ihn hier für 40 Euro, für 30 Euro, nee, 40 Euro, 40 Euro habe ich den gegeben. Dann war da noch bei ein Super Nintendo Set. Der Karton ist nicht mehr so sehr schön, das sieht man hier oben, aber immer noch so gut, dass man ihn oben auf dem Schrank hinstellen kann. Da hole ich jetzt demnächst mal so eine Schutzhülle dafür. Da war der dabei. Donkey Kong war nicht dabei. Den habe ich mir extra noch gekauft. Das kommen wir aber gleich zu. Da ist alles bei. Da ist, wie gesagt, auch die 4 Controller Switch dabei. Ne? Alles funktioniert bis jetzt. So, was war da noch bei? Es war noch ein Super Nintendo dabei, aber Two-Chip-Konsole. Aber er funktioniert nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die Sicherung da drin aus kaputt ist. Die muss ich dann halt noch umlöten. Das probiere ich dann mal die Tage nochmal. Aber
Er sieht noch recht gut aus. Klar, man sieht, er ist ein bisschen vergilbt, aber dafür, das war alles für 40 Euro. Ne? Also da sage ich, da kann man nichts gegen sagen. Ne? So, da ist noch Wii U Controller sozusagen. Das war alles mit drin. Ja, dann gucken wir mal, was da für Spiele bei waren. Ach so, genau. Bei dem Lot war noch dabei The Blob. Das war nicht dabei, das war auch nicht dabei, das war auch nicht dabei. Bubble Bubble war noch dabei. Und das war's. Für den Super NES. Dann kommen wir mal zu den Wii U Spielen. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob alles noch bei war. Ich glaube, Super Mario Wii war dabei. Das Super Luigi U. Das Mighty Nein für Wii U. Mario Party 10. Star Fox Zero. Das war auch noch dabei. Und ich glaube, die beiden habe ich auf dem Flohmarkt noch extra gekauft für 3 Euro. Beide zusammen 3 Euro. Das habe ich für die Wii U mittlerweile. Dann waren für den GameCube waren da auch noch ein, zwei Spiele bei. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Da war, glaube ich, nee, das war das Fantastic Four war dabei. Und das Wave Race war dabei. Wave Race ist ein bisschen, ja, hat ein bisschen Wellen abbekommen. Wave Race hat Wellen abbekommen, genau. So, das waren die. Dann habe ich noch zusätzlich auf dem Flohmarkt habe ich einmal Tarzan ergattert. Ich glaube, das waren 3 Euro. Dann hatte ich das Tony Hawk's Pro Skater hatte ich für 4 Euro bekommen. Und jetzt kommt's. Die drei Spiele. Einmal ZooCube, Mario Party 6 und Mario Super Dash habe ich für 6 Euro zusammenbekommen. Da sind richtig gute Titel dabei. Also das Mario Party, das kostet glaube ich 60 bis 90 Euro oder so. Und das hier auch ungefähr 60 Euro. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne mich mit den Preisen von Nintendo Sachen nicht so gut aus. Also es sind auf jeden Fall höhere wertige Spiele und die habe ich alle für 6 Euro bekommen. Also ja, super, super Deal, denke ich mal. Dann hab ein Kumpel von mir, der Koma, schönen Dank an dich, Koma, dass du diese Spiele für mich ergattert hast. Der war in Holland und der hat einen Livestream über Discord gemacht und wir haben ihn zugeschaut und haben ihn so ein bisschen durch die Stadt hin und her kommandiert und da war ein Game Shop, da sollte er reingehen und da waren halt drei Spiele, die er mir kaufen sollte. Das war einmal für ein Super NES Boulder Dash. Dann war das ja hier Donkey Kong. Ne? Donkey Kong, genau. Dann war das Donkey Kong. Jetzt muss ich nochmal gucken, was war das noch? Da waren das nur zwei Spiele. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das waren. Ach so, ja, warte. Das hier war noch dabei. Addams Family. Addams Family, das war noch dabei. Und ich hatte ihn gefragt, ob er da ja auch noch für einen N64 den Turok. Das war dann auch dabei. Das hat er mir dann als Überraschung mitgeschickt, sozusagen. Das habe ich auch gesucht, weil das für die N64 wollte ich eigentlich nur Spiele haben, die ich damals auch wirklich selbst hatte. Und jetzt Turok war das, glaube ich, das letzte oder das vorletzte, was ich noch nicht hatte. Mir fehlt noch James Bond. Das fehlt mir noch, sonst habe ich alle Spiele für den N64, die ich damals als Kind auch hatte. So, gucken wir mal weiter. Was habe ich noch in der letzten Zeit ergattert? Gucken wir hier mal rein. Das ist Rikukus. Ja, Rikukus, das habe ich noch. Oder nee, Rakukus Kids, oder wie das heißt, ich weiß es nicht. Das habe ich noch ergattert. Dann
muss ich mal eben kurz gucken. War das tatsächlich? Ist ja auch egal. Ich habe jetzt noch ein paar Spiele ergattert in der letzten Zeit für einen guten Deal. Einmal die Flintstones. Monster in my Pocket. California Games. Punch Out. Und Kung Fu. Die habe ich mir auch noch für den Super NES geholt. Die genauen Preise, wie gesagt, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber ich weiß, dass es auch für einen richtig guten Deal war. Aber ihr seht ja, das sind so viele, da kann ich mich jetzt mittlerweile gar nicht mehr dran erinnern. Außer die sind sehr, sehr nah an dem Datum dran, wo ich jetzt die geholt habe. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch so viel. Gucken wir mal weiter. Dann war ich mit zwei vom Pixel Squad, mit dem, ich glaube, das war mit dem Kistenschieber und mit dem Polubailo. war ich dann in Bremerhaven wieder in dieser Flohmarkthalle. Und da war einer, der hatte eine ganze Menge Gameboy-Sachen. Eine ganze Menge. Und jeder von uns hat sich irgendwie so ein bisschen was rausgepickt. Der Podobailo hatte dann noch zwei Gameboys noch gekauft. Die hat er mittlerweile dann auch geblichen und neuen Bildschirm rein und. Also er hat die richtig wieder fresh gemacht. Und jeder hat einen Stapel von Spielen mitgenommen. Ich habe zum Beispiel das hier mitgenommen. Motocross Maniacs. Choplifter 2. F1 Race. T2, also Terminator 2. Dr. Mario. Alleyway. Und Super Mario Land. Und der Highlight noch dabei war eben halt ein Zelda. Hier für diese ganzen Spiele habe ich 18 Euro bezahlt. 18 Euro. Das war also eigentlich ein Schnäppchen. Und der Podobailo und der Kistenschieber, die haben noch geilere Spiele geholt. Klar, ich habe einen schönen Zelda und ein zwei Mario-Spiele, aber die haben so richtig coole Games dabei rausgekriegt, die auch etwas seltener sind und auch nur für ein Schnäppchen. Der Mann, der macht Haushaltsauflösungen und der hat alles dort verkauft, was er verkaufen konnte. Ja, gehen wir jetzt mal weiter zu einem Deal mit einem Jungen, der bei mir in der Wohngruppe wohnt. Und der möchte natürlich ganz gerne Xbox-Games haben und wollte natürlich ein bisschen was verkaufen an seinen alten Spielen. Und ich habe natürlich ein bisschen was abgenommen. Alles, was ich jetzt von ihm gekauft habe, war für 100 Euro. Ja, fangen wir mal an. Einfach für ein DS Star Wars 2. Star Wars 2, genau. Dann Clone Wars. Dann jetzt kommt's. Pokémon 2, also Pokémon Weiß 2. Edition. Das war für ein DS alles noch bis jetzt. Pokémon Weiß, weiße Edition. Mario Kart DS. Star Wars 3 für den 3DS. Super Pokémon Rumble für den 3DS. Da muss ich jetzt mal gucken. Da ist das Spiel leider nicht drin. Aber den Cover habe ich mitgenommen. Das war jetzt Street Fighter 4. Super Street Fighter 3D Edition. Da weiß ich, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das dabei war. FIFA 7. Bionic Heroes. Ja, das war Bionic Heroes. Wie heißt das Spiel? Galactic Racing. Da weiß ich nicht, ob das Spiel auch tatsächlich drin war. Doch, ist drin. Splinter Cell war, glaube ich, nicht dabei. Doch, das war aber dabei. Mech Assault Phantom Warrior. Das war nicht dabei, das weiß ich. Star Wars, das war leider leer. Das ist die Star Wars 2. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal dabei. Die war nicht dabei. Dann The Legend of Cage 2.
Legend of Cage 2 und dann Final Fantasy 7. So, das war schon mal dabei. Alles für die DS und 3DS Spiele. Gucken wir mal weiter. Dann hatte ich noch dabei, man muss dazu zu diesem Stapel jetzt sagen, da sind sehr viele sehr doll zerkratzt. Da weiß ich nicht genau, ob die überhaupt noch funktionieren. Da muss ich nochmal gucken. Ob die überhaupt funktionieren. Need for Speed, Hot Pursuit. Dann Mario and the Sonic bei den Olympischen Spielen. Driver, ich glaube bei Driver, da war das Spiel gar nicht drin. Genau, da ist ein ganz anderes Spiel drin für die PlayStation 3. Mickey Epic, das sind zweimal dabei, die waren beide sehr, sehr doll zerkratzt. Super Paper Mario, da weiß ich gar nicht so genau, ob die zerkratzt war. Die hat einen dicken Kratzer drauf, aber nur einen einzigen. Vielleicht ist das ein Wegmachen. Kann man das wegmachen? Mario Kart Wii ist keine CD drin. Ich habe aber die CD. Dann kann ich das komplementieren. Mario Party 8. Muss ich mal gucken, wie die CD aussah. Die sah noch recht gut aus. Die wird funktionieren. Dann halt Donkey Kong Jet Race. Super Smash Bros. Brawl. Sonic Unleashed. Das ist, glaube ich, ziemlich zerkratzt gewesen. Formel 1. Auch zerkratzt. Dann die beiden Cars Games. Waren auch ziemlich zerkratzt, so viel ich weiß. Davon habe ich zwei dabei gehabt. Waren auch beide, glaube ich, gut zerkratzt. Sonic Colors. Das kenne ich überhaupt nicht. Fruitfall, Super Fruitfall. Ferrari war auch sehr, sehr doll zerkratzt. Need for Speed Nitro. Da weiß ich gar nicht, ob das die CD war drin. Ja, die war drin, aber die war auch, glaube ich, zerkratzt. Hier ist das zweite Mario Galaxy. Sonic Sega All-Stars Racing, das hatte ich schon. Und Star Wars 3, da habe ich mich drauf gefreut, aber da weiß ich nicht, da war glaube ich auch die CD ziemlich zerkratzt. Muss ich mal hingucken. Nee, die ist nicht zerkratzt. Also da kann ich mich schon mal drauf freuen. Ich nenne das immer PES, das Fußballspiel. Pro Evolution Soccer. Mal gucken hier, was wir hier noch hatten. Dann Worms. Battle Island. Das war nicht dabei, das war auch nicht dabei, das war auch nicht dabei. Die waren nicht bei Ihnen dabei, aber die hatte ich, glaube ich, mal so auf dem Flohmarkt gekriegt. Wii Resort und Party Game. Oder Game Party. Das ist, glaube ich, eines der besten Funde, die ich bis jetzt gefunden habe. Das ist Metroid Prime Trilogy. Geht auch so ungefähr für 90 bis 110 Euro weg. Und das ist ein wirklich super Zustand. Und ich habe es auf dem Flohmarkt, in der Flohmarkthalle für 3 Euro gekauft. So. Was ich letzte Woche auch gekauft habe, auf dem Flohmarkt hier in der Nähe von mir, ist halt für Wii Brothers in Arms Double Time. Und die beiden CDs sind beide noch sealed. Und man kann sehen, dass die Banderole auch da wirklich dran ist. Also hier mit diesen roten Zeichen und auch bei dem anderen genauso, mitten im Gesicht da. Ne? Also beide sealed. Und das hatte ich mit einem anderen Spiel zusammen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war. Zusammen für 6 Euro. Achso, mit einem Herr der Ringe Spiel auf dem PS4. Mutter Schatten, das zusammen habe ich beides für 6 Euro gekauft. Mutter Schatten verkaufe ich jetzt für 3 Euro wieder an Kistenschieber, weil ich habe es doch schon gehabt. Aber das hier für 3 Euro, denke ich mal, ist ein super Schnäppchen. Ja, das sind erstmal soweit Wii-Spiele und die DS-Spiele. Wie gesagt, davon habe ich jetzt für 100 Euro eine ganze Menge gekauft. Da sind jetzt noch ein paar ohne Hülle gewesen. Das geht auch weiter direkt an den Kistenschieber. Dann war da noch bei in dem Paket ja auch noch hier Pokémon
Warte mal. Omega Ruby. Dann Mario und Luigi. Das sind dann ein DS-Spiel Super Mario. Ja, und dann glaube ich noch das hier. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Kann sein, dass er ein oder zwei Spiele ich schon vorher hatte. Ja, das sind so die Wii und DS-Spiele, die ich von jemand bekommen habe. Alles für 100 Euro. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, ich gönne mir selbst mal wieder was, weil ich einen anständigen neuen Job habe, habe ich mir wieder einen Nintendo Switch gegönnt. Und den nehme ich dann abends auf der Arbeit und wenn die Jungs dann schon schlafen, dann kann ich, bevor ich schlafen gehe, noch eine Stunde spielen. Und ja, was habe ich denn noch nachgeholt? Achso, ich habe dann noch geholt für den Switch habe ich dann, das war jetzt auch noch mit in den 100 Euro Deal, der Mario Rabbids. Und was war da noch drin? Achso, das Rocket League. Das war da auch noch mit drin. Ist aber ein Spiel, was ich überhaupt nicht spiele. Dann habe ich mir noch geholt. Das hat irgendwie nur einen Fünfer gekostet. Abends zum Zocken, muss im Bett liegen und so. Entspannt. Assassin's Creed habe ich gebraucht. Irgendwie auch gekauft für 5 Euro. Dann habe ich letzte Woche noch das Mario gekauft. Hier mit Luigi zusammen. Für, ich glaube, 40 Euro. Beides zusammen 40 Euro. Die beiden, also das spiele ich im Augenblick sehr, sehr viel. Dann habe ich mir gleich zum Anfang an Zelda Breath of the Wild geholt. Und dann habe ich auch mir noch Balan Wonderworld geholt. Und dann war ich noch in Lingen. Und Lingen bei dem ESA habe ich mir halt das Lösungsbuch vom Breath of the Wild geholt. Und da hatte ich tatsächlich zwei von den Spielen hier geholt. Jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. Das war einmal Donkey Kong für den NES. Das hatte ich vorhin schon gezeigt. Und ich glaube die Flintstones. Die habe ich mir dann bei ESA im Laden geholt. Und dann noch drei andere Spiele, die kommen aber noch. Ja, das waren sie jetzt erstmal für Nintendo. Und ja, gucken wir mal weiter. Wo machen wir jetzt weiter? Machen wir mit PlayStation weiter? Ich glaube, da machen wir mit PlayStation weiter, weil dann können wir nämlich mit der PSP, die ich in den Lot für 40 Euro bekommen habe, die Spiele uns auch nochmal anschauen. Also, schauen wir uns jetzt PlayStation an. Ja, jetzt machen wir mit PlayStation weiter, aber bevor ich mit PlayStation wirklich anfange, ich habe gerade eben bei Nintendo noch was vergessen. Ich habe nämlich für den Nintendo einen Nintendo noch extra auf dem Flohmarkt gefunden. Da war ich mit dem Toy-Tanner unterwegs. Also schaut nochmal beim Toy-Tanner vorbei. Der hat auch einen YouTube-Channel. Der macht mehr so was mit Retro-Toys. Da habe ich mit ihm zusammen habe ich diesen Super NES mit allen Kabeln. Es fehlte ein Controller. Das Spiel war auch nicht dabei. Das habe ich jetzt da drin, weil ich da im Augenblick gerade mit gespielt habe. Für 35 Euro ist ein Two-Chip-Controller oder eine One-Chip-Konsole. Ne? Und super Zustand, sieht gut aus, funktioniert echt keine Probleme mit dem für 35 Euro, denke ich mal, weil mein anderer, den ich ja habe, der hier oben, da war die Sicherung ja kaputt. Dann habe ich von dem Herrn Ehlers, schaut mal bei, wie gesagt, bei den Toy-Tanner und bei Herr Ehlers, da habe ich jetzt vor 2-3 Tagen einen Controller geschenkt bekommen, weil ich gar keinen hatte. Ich hatte das ganz vergessen, weil wo ich die Konsole gekauft habe, hatte der Toy-Tanner nämlich den Controller einzeln gekauft. Und da, ja. Jetzt habe ich aber einen von den Herrn Ehlers. Dankeschön an Herr Ehlers. Toy-Tanner und Herr Ehlers werden unten auch in der Beschreibung nochmal mit reingeschrieben, deren ihre Instagram-Seiten. Ja. Dann machen wir jetzt mit PlayStation weiter. Mit der PlayStation hatte ich euch ja gerade eben schon gesagt, da hatte ich ja den Deal mit der Wii U, GameCube und die beiden, also NES, was kaputt war. Ah ne, was der Super NES war kaputt, ein NES auch noch in Box. Da habe ich ein PSP. Einmal hier. Da war es mit dabei. Ich habe aber mittlerweile schon drei verschiedene Versionen von der PSP.
Alles drei verschiedene Versionen. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie teuer die waren. Wie gesagt, das eine war in dem Paket mit 40 Euro. Ich glaube, für den einen habe ich 10 Euro bezahlt und für den anderen irgendwie 8 Euro. Die habe ich auch wirklich für ein Schnäppchen gekriegt. Bei dem 40 Euro Deal waren noch ein paar Spiele dabei. Da fange ich einfach mal an, die ganz schnell. Das war Pilot Academy, Pro Evolution Soccer 2009, King of the Clubs, dann so ein Motorradspiel, das blendet jetzt natürlich immer alles, mal gucken, so, dann Blood Bowl, Grand Theft Auto Vice City Stories, Star Wars Battlefront, Harry Potter. Na, ich krieg keinen Fokus. Ja, Harry Potter. Pro Evolution Soccer 2008. Pro Evolution Soccer 6. World Tour Soccer 2, Tony Hawk's Project 8, Pro Evolution Soccer 2010, Mission Impossible, Real Fishing, Need for Speed Pro Street, Need for Speed Carbon, FIFA 2007, Need for Speed Most Wanted, World War Battle Over the Pacific. Star Trek Tactical Assault, Wipeout, FIFA Street 2, Tekken, und hier jetzt ein paar Filme für UMD Filme, auch für die PSP. Hellboy, Monty Pythons Ritter der Kokosnuss, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Fantasy Star Portable. Ja, das waren halt die ganzen PSP-Spiele. Ein PSP davon möchte ich ganz gerne umbauen. Den möchte ich ganz gerne umbauen, so dass ich dort ganz viele alte Retro-Spiele als drauf spielen kann. Also ja, so ein bisschen umbauen mit einem Emulator und so. Das funktioniert mit dem PSP. Das habe ich bei dem Floppy gesehen. Floppy hatte das mal gemacht und das möchte ich ganz gerne auch mal mit meinen machen. So, dann machen wir weiter mit PS1. Da habe ich nur zwei Spiele. Na, das war GTA 1, ist aber ein Riss drin, aber das ist egal, die CD ist gut, da hole ich mir einfach einen anderen Cover. Zwar die Platinum-Version, aber das war mir egal, und genauso Alien Trilogy, auch die Platinum-Version, das war mir aber wie gesagt auch egal. Ja, gucken wir jetzt mal weiter. Eines Tages hat meine Freundin mich angerufen und hat gesagt, sie war gerade mit einem Hund unterwegs und hat unterwegs, sie glaubt, eine Konsole gesehen zu haben. Die lag oben auf dem Mülleimer. Die war einfach separiert von dem Mülleimer. Die lag sozusagen auf dem Kasten daneben. Keiner weit und breit. Sie war sich nicht sicher, ob das jetzt ein Blu-ray-Player war oder ein DVD-Player oder tatsächlich eine Konsole, weil sie sich da gar nicht mit auskennt. Dann ist sie nochmal zurückgegangen, hat ein Foto gemacht und mir das geschickt. Und das war die PS3.
PlayStation 3 in einem super Zustand. Ja, sie hat sie dann mitgenommen. Ich habe alle Kabel hier schon vor Ort gehabt. War ja auch nichts, so, das ist ein Kaltgerätestecker und der Stecker für den Fernsehen. Das ist ja der auch für einen normalen PS2, glaube ich. Und ich habe sie angeschlossen, sie funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war das Laufwerk. Da ist so ein kleines Plastikteil drin, was nicht mehr richtig reingezogen hat. Das habe ich mir nachbestellt, neu eingebaut und jetzt funktioniert sie. Also ich habe ein PS3 vom, oder eher gesagt, meine Freundin hat ihn von Müllplatz ergattert. Und ja, es ist nicht die Fat Lady, das ist nicht die abwärtskompatible, aber egal, für nix. Also ich glaube, für das Ersatzteil habe ich irgendwie 8 Euro bezahlt. Ja, somit habe ich jetzt eine PS3. Die ist aber erst seit, ich sag's mal, seit 2-3 Monaten wieder heile. Zwischendurch hatte aber ein Kumpel von mir, ein sehr, sehr guter Freund, seine Tochter mitgekriegt, dass ich auch eine PS3 haben möchte. Und sie hatte schon eine PS4 und hat gar nicht mehr auf der PS3 gezockt und hat sie mir dann halt geschenkt. Und ich habe dann von ihr eine PS3. Danke, Chiara. Die ist von Chiara, von der Tochter von einem guten Freund von mir. Die hat sie mir dann zugeschickt. Vielen, vielen Dank, Chiara. Hast du gut gemacht. Geht in gute Hände. Die PS3. Ja. Jetzt machen wir weiter mit den PS3 Games, die ich diesen Jahr noch geholt habe, weil ich halt jetzt auch eine PS3 habe. So. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen was wegräumen, damit ich hier wieder ein bisschen Platz habe. Jetzt kommen die PS3 Spiele, die ich geholt habe in den letzten Jahr. Ist auch wieder eine Menge, aber das machen wir im Schnelldurchlauf. Preise sind eigentlich egal. Also ich habe meistens nicht mehr als 5 Euro für ein Spiel ausgegeben. Das war Skate 3 von einem Jungen bei mir aus der Jugendgruppe. Alles andere höchstens 2 Euro für ein Spiel, weil ich eigentlich nicht so sehr viel für die PS3 oder PS2 sammeln möchte. Da ist mein Limit 2 Euro für ein Game. Also, Assassin's Creed, Sonic Generations, Midnight Club Los Angeles, Killzone 2, Grand Theft Auto 4, Mirror's Edge, Tom Clancy's End War, Soul Calibur 4, Need for Speed Shift, Rayman, Resident Evil 6, Sonic All-Star Racing Transformed, GTA 5, Fight Night, One Piece Pirate Warriors 2, The Evil Within, Quantum Theory, Battlefield 4, Lego Movie, Sonic All-Stars Racing, God of War, Skate 3, Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed 2 und letztens auf dem Flohmarkt gekauft für 2 Euro SSX Snowboarding. Und das habe ich nochmal für einen 10er gekauft, Silent Hill 3. Danke an Leon, danke für den Deal. Geiles Game. Ja, das waren jetzt die PS3 Spiele. Ein paar davon waren auch in dem Lot von Chiara. Chiara hat mir ja die PlayStation 3 Slim geholt. Da waren auch ein paar Spiele davon dabei. Ich glaube, Grand Theft Auto 5 ist, glaube ich, dabei gewesen. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel, eines ihrer Lieblingsspiele. Deswegen habe ich das auch von ihm mitbekommen, weil sie es mittlerweile auf der PlayStation 4 spielt. Ja, womit machen wir jetzt weiter? Mit der PlayStation 4. Na? Also, jetzt geht's mit der PlayStation 4 weiter. So, jetzt geht's weiter mit PlayStation 4. Muss aber dazu sagen, es kommt gleich nochmal auch was von der PlayStation 2. Das habe ich ganz vergessen. Ja, PlayStation 4 habe ich mir eine PlayStation 4 Pro geholt. Gebraucht für 200 Euro. Das war oder ist eigentlich immer noch ein Schnäppchen, so viel ich weiß. Ich habe sie vor ungefähr 3 Monaten geholt. Vor 3 Monaten circa. Da waren sie so bei 270 bis 300 Euro. So bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe sie bei eBay Kleinanzeigen. Musste ein bisschen weiter fahren. Ich glaube 60, 70 Kilometer. Aber das hat sich gelohnt. Ich bin auch super zufrieden damit. Spiele sehr, sehr viel mit der PS4. Am Anfang war ich ein PS4 Gegner. War nur ein Xbox. Aber mittlerweile liebe ich die. Und spiele auch sehr, sehr viel. Weil da eben halt Spiele bei sind, die es für die Xbox nicht gibt. So wie God of War. Ihr kennt ja dieses Thema PlayStation gegen Xbox. Ich spiele eigentlich alles. Ja, die PS4 Pro habe ich mir geholt und ich habe natürlich
richtig zugeschlagen, was Spiele angeht. Ich habe dann bei eBay Kleinanzeigen sehr viele Spiele geholt. Bei unserem Laden hier in Bremerhaven, unser Gameshop, der ja jetzt leider zugemacht hat, der hat ja vieles runtergesetzt. Hab mir irgendwelche Bundle noch gekauft bei Facebook Market und. Ich fange mal an. Ich habe mir hier die Steelbook oder eher gesagt die große Division 2 mit der großen Figur. Die hole ich jetzt nicht runter, die steht nämlich oben im Regal. Das ist ein großer weißer Karton mit Division. Die habe ich für 5 Euro gekriegt. Die haben sie rausgeschmissen bei mir, die Markt, die wollten sie nicht mehr haben. Und ich habe sie für 5 Euro gekriegt mit dieser großen Figur. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Dann habe ich hier letzte Woche, wie gesagt, mit dem Wii-Spiel zusammen Mordor Schatten gekauft für 3 Euro. Das geht aber jetzt wieder weg, weil ich das schon habe. Und das geht an den Kistenschieber. Shenmue 3 habe ich noch nicht angefangen, weil ich den ersten Teil und zweiten Teil nochmal durchspielen wollte. Den ersten Teil habe ich durch, den zweiten Teil bin ich fast durch. Und dann fange ich Shenmue 3 an. Das ist Nioh, XCOM 2, Infamous, Mass Effect Andromeda, Gran Turismo Sport, Sekiro, Mordor Schatten, Diablo 3, Uncharted 4, Watch Dogs, Tales of Arise, Nier Automata, Nier Automata nochmal, aber in 2 verschiedenen Cover-Varianten, deswegen habe ich sie mir beide geholt, Monster Hunter World, Black for Blood, Batman Arkham Knight spiele ich gerade, richtig geiles Game, Days Gone, auch richtig geil, Tales of Cistria, auch ein richtig geiles Game, Grand Blue Fantasy, das ist ein Kampfspiel, also so was ähnliches wie Mortal Kombat, richtig geil den Anime-Style. Trails Rising, komischerweise ein ganz günstiges Spiel irgendwie, aber es bringt unheimlich Laune. Nie gespielt, aber ich hab's trotzdem. Overwatch. Ni no Kuni 2. Dragon Ball Xenoverse. FIFA 16. FIFA 21. The Crew. Fallen Order. Ghost of Tsushima. Spider-Man, noch sealed. Mafia 3. Kickoff, Battlefield 1, Dead Island, God of War, Horizon Zero Dawn ist noch sealed, Space Startopia auch noch sealed, Thief, Need for Speed Heat, Ryzen 3, Anthem habe ich auch in der Steelbook Version. Ich weiß, für PS4 ist es ein bisschen verrufen. Ich habe es aber bekommen im Deal Cyberpunk 2077. Ich spiele es aber auf dem PC, weil es halt dort besser läuft. Das musste ich unbedingt haben. Das hat auch nur 2 Euro gekostet. Surf. Bringt auch richtig Spaß. Dirt Rally. Eine meiner Lieblingsspiele zurzeit. Final Fantasy 7 Remake. Hammergeiles Spiel. Ich stehe total auf Final Fantasy. Ich will auch alle Final Fantasies haben. Da bin ich gerade am Suchen nach alle und ich hoffe, vielleicht kann einer von euch da draußen mir helfen. Final Fantasy 15, geiles Game. Vor allen Dingen müsst ihr den Film zuerst schauen, Kingsglaive, und dann erst das Spiel spielen. Dann wisst ihr die ganze Story davor. Fallout 4, GOTY, Call of Duty World War 2, habe ich das T-Shirt sogar von. Aber spiele ich eigentlich nur auf dem PC, also solche Spiele, Shooter-Games spiele ich eigentlich hauptsächlich auf dem PC. War in einem Bundle mit bei. Kingdom Come Deliverance habe ich auch auf dem PC durchgespielt. Das ist die Special Edition, ich weiß nicht, ob das noch anders ist, ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Ist auch ein cooles Game. Bound by Flame. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, ist aber noch sealed. Last of Us Part 2 ist auch noch sealed. Death Stranding, Kojima Game, musste ich unbedingt haben. Bin ich auch gerade im Spielen, ist aber nicht so pralle. Last but not least, Destiny. Habe ich auch noch nicht gespielt, zumindest nicht auf Konsolen. Ja, das waren die PS4 Spiele. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich zähle sie mal eben durch und dann sage ich euch Bescheid. Ja, 55
PS4 Games habe ich in den letzten 2,5 Monaten gekauft. Es war schon eine Menge. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Pause, was PS4 angeht. Außer natürlich kriege ich was Schönes auf dem Flohmarkt für einen sehr günstigen Preis. Ja, was machen wir denn jetzt? PS4 habe ich durch. Ich denke mal, jetzt gehen wir mal rüber zum Amiga CD32. Ja, jetzt geht's weiter mit einer Konsole, die habe ich echt für ein super Schnäppchen gekriegt. Ich bin echt begeistert. Ich war so oder so schon immer ein Amiga-Fan oder ein Commodore-Fan. Und den habe ich mir ergattert für 30 Euro mit all dem, was ihr gleich dazu seht. Ein Amiga CD32 in einem eigentlich recht guten Zustand. Alle Kabel sind dabei, ein Joypad ist dabei. Der Joypad ist ein bekannter Fehler bei den Joypad von den Amiga. Ist es der Cursor oder eher gesagt der Control Pad, der dreht sich und dadurch kommt der so ein bisschen nicht mit in Kontakt. Ich habe aus England so ein kleines Ding da drin bestellt für 6 Euro. Das setze ich da ein und dann läuft alles wieder, alles ganz normal. Das habe ich für 30 Euro bekommen mit dem ganzen Kram, der jetzt hier gleich noch gezeigt wird. Also auch wieder ein super Schnäppchen. Amiga CD32 wird ja schon alleine die Konsole, so wie sie ist, so um die 400 bis 600 Euro gehandelt. Ohne großartigen Kram dazu. Aber ich habe hier noch eine Menge an Kram dazu. Also hier sind noch eine ganze Menge an CDs bei Aminet und Amiga CD32. Da hat jemand ein Cover dafür gemacht. Da sind so Demo-CDs und bei vielen Sachen sind auch so Vollversionen dabei. Das seht ihr ja hier. Da steht auch 4 Vollversionen. Da sind noch so ein paar Programme dabei. Da ist ein ganzer Batzen von. Dann habe ich hier einen ganzen Batzen von Amiga Games CDs. Da seht ihr zum Beispiel bei dieser hier, ist die Vollversion von Indiana Jones The Last Crusade. Und wer das Spiel damals gespielt hat, der weiß genau, wie geil es war. Es ist so ähnlich wie Maniac Mansion, also ein Point-and-Click-Game. Richtig geiles Game und da freue ich mich drauf, wenn ich das wieder spielen kann. Ich hoffe, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das funktioniert nicht mit den Amiga CD32. Das muss ich nochmal ausprobieren. Sonst muss ich zusehen, dass ich irgendwie ein CD-Laufwerk für meinen Amiga bekomme. Weil das möchte ich unbedingt wieder spielen. Da habe ich so gute Erinnerungen dran. Indiana Jones and the Last Crusade. Ja. Da sind ganz, ganz viele von dabei mit mehreren Vollvisionen drauf. Na, also da könnt ihr das eine ganze Menge nur an Demo-CDs, wo manchmal bis zu 4 Originalspielen Vollversionen drauf sind. Also da habe ich genug. Jetzt kommen die Original-CDs. Manche davon haben kein Originalcover mehr. Brian the Lion, weiß ich, das ist aber eine Original-CD, das seht ihr ja. Ist gar nicht so günstig. Ich glaube, so alleine so als CD ohne irgendwelche Hülle geht schon für 30, 40 Euro weg. Dann hier Ralph Sleepwalker, auch original. James Pond. Bei James Pond habe ich mehrere Versionen hier drin. Also erzähle ich gleich was zu. Lemmings, auch original. Michael Cousin. Und dann hier noch Degeneration. Ja, ist auch original. So, und dann kommen jetzt die Spiele, wo ich komplett original Cover zu habe. Amiga CD32 Fire and Ice. Ich mache das mal wieder so. Zool. Zool 2. Universe, Morph, Sensible Soccer, habe ich früher immer ganz viel gespielt, James Pond 2. Dazu hatte ich noch, war noch ein Buch dabei, da war noch so ein Aufkleber, also ein ganzes Set mit Aufklebern, da konntest du deinen eigenen Detektivausweis zusammenkleben, wie du aussiehst, was du für einen Rang hast und. Also das konntest du dir deinen eigenen Detektivausweis zusammenkleben. Richtig cool. Alles Originalaufkleber noch nicht verklebt, alles in dem Wandel. Ich weiß bloß jetzt nicht, wo ich sie hingetan habe. Oscar. Trolls.
Super Methane Brothers. Methane Brothers, Super Methane Brothers. Worauf ich mich sehr gefreut habe, weil Ultimate Body Blows. Und auch ein nicht gerade günstiges Spiel, Quick. Und das für den Amiga CD32, alles für 30 Euro. Schnäppchen, muss ich sagen. Also da war ich auch froh. Da war ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich das bekommen habe. Ja, dann wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, die PS2-Spiele von gerade eben. So. Hier sind noch ein paar PS2-Spiele. Das sind aber keine europäischen, sondern kommen alle aus den USA. Das ist Ratchet & Clank. Midnight Club 3. Seven Samurai. Evergrace. Antigrav. Red. Juiced. Prince of Persia. Thunderstrike. Shifters. From Russia with Love 007. Onimusha, Dawn of Dreams. Tom Clancy's Splinter Cell. Spider-Man 2. Und Star Wars Racer Revenge. Das sind jetzt alles amerikanische PlayStation 2 Spiele. Habe ich kein Problem mit. Ich bin ja Amerikaner. Und meine PlayStation 2, die ich habe, die ist umgebaut, die kann ich auch darüber spielen. Werde ich auch. Das sind so ein, zwei Spiele, die werde ich definitiv mal anzocken. Ja, was gucken wir uns jetzt an? Es gibt eigentlich nur noch eine Sache. Und das ist eine meiner Lieblingssachen. Es ist alles von Sega. Also schauen wir da jetzt mal rein. Ja, ein paar Sachen für den Amiga habe ich noch vergessen. Die liegen hier. Das sind so auch Demo-Höhlen. Das seht ihr ja hier. Das war die Amiga CD-ROM. Da ist das Originalspiel Street Fighter 2 dabei. Dann haben wir hier, das sind alles so Demo-CDs mit Vollvision. Das seht ihr ja hier unten zum Beispiel zwei Vollvisionen. Das ist Bombmania und Hollywood Pictures Cinema Witcher Simulation. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen was für Amiga Plus mit Star Trek. Dann so Science Fiction, alles so mit Demos und ein paar Vollvisionen, ne? Alles für den Amiga. Davon habe ich eine ganze Menge. Was haben wir denn da? Da sind Demos und Tools drauf, da ist aber kein Vollvision drauf. Aber schon alleine diese Pappdinger, die man aufklappen kann, sehen schon so richtig geil aus, ne? 600 Megabyte Amiga Software auf ein so ein Ding. Das war natürlich damals schon viel. Super Programme, aktuelle Demos, Tools, Animationen. Ja, also das habe ich auch noch für den Amiga. Und da freue ich mich auch schon drauf, die alle mir anzuschauen. Ja, dann versuchen wir jetzt mal rüber zu gehen zu Sega. Meine Lieblingskonsole mit. Ne? Also, bis gleich. Ja, und bevor ich mit Sega anfange, zeige ich euch noch ein paar andere Sachen, die ich auch ergattert habe. Ich kann euch wirklich nicht alles zeigen. Dann würde ich locker noch eine halbe Stunde, Stunde hinten dran hängen. Also, ich gehe hier noch ganz kurz drüber. Ich habe auch ein Faible dafür, Lösungsbücher zu kaufen. Ich habe mir dann halt von Skyrim das Lösungsbuch geholt. Dann habe ich von Herr der Ringe Online, das habe ich auch sehr viel gespielt und spiele es jetzt wieder, weil jetzt kommt ein neues Update nach 15 Jahren, wo die Grafik verbessert werden soll. Das soll jetzt in den nächsten großen Patch rauskommen, deswegen, ich bin froh, dass ich das Buch habe. Dann, sehr, sehr großer Fan von der Final Fantasy Sache, Final Fantasy und Final Fantasy 15. Ich habe natürlich noch eine ganze Menge mehr. Das sieht man, glaube ich, hier hinten. Das ganze Regal ist voll mit Lösungsbüchern. Und
Ja, kann ich euch jetzt alle nicht zeigen. Da ist noch, wie gesagt, Breath of the Wild ist dabei, dann das Hardcover-Buch von Cyberpunk. Ja, da könnten wir bis morgen noch drüber reden. So, aber wer mich kennt, weiß, dass ich meinen Mini-Donkey Kong super liebe, weil es eins der ersten Konsolen war oder überhaupt Spielegeräte war, die ich gehabt habe. Es gab aber noch ein Gerät, was ich noch davor hatte, noch vor dem Atari. Und das ist ein elektronisches Quarterback-Spiel von Coleco. Und ich war der Meinung, dass ich es hier wahrscheinlich in Europa gar nicht bekomme, weil halt Football damals in den 70ern ja noch nicht so groß in Europa war. Und darum habe ich gedacht, wird es auch nicht hier verkauft. Aber ich habe es tatsächlich in Frankreich gekriegt. In OVP ist zwar jetzt ein Abriss dran, aber ich habe es bekommen. Ist leicht gelblich geworden, aber das lasse ich so. Da den baue ich jetzt nicht auseinander, um den zu bleichen. Er funktioniert auch noch. Ich hoffe, man sieht die Striche da drin leuchten. Na, das ist ein kleines Football-Game. Und ich habe es als Kind unheimlich viel gespielt, bis ich dann irgendwann meinen Donkey Kong bekommen habe und dann irgendwann den Atari 2600. Oder ein Ping und Pong hatte ich noch. Das fehlt mir auch noch. Ping und Pong. So, das ist also, das hat eine sehr, sehr große Bedeutung für mich. Habe ich aber in Frankreich jetzt gekriegt für 35 Euro. Also für mich ist es ein super Schnäppchen für das, was das Ding mir bedeutet. Ja, dann habe ich nochmal beim ESO habe ich mir nochmal zwei Spiele gekauft. In Ling beim Nintendo Shop, sage ich mal. Diese beiden Spiele, einmal R-Type und Ghosts and Ghouls. Die habe ich mir dann zusammen mit den ganzen anderen Spielen zusammengeholt. Da kommt gleich noch ein anderes, das zeige ich auch nochmal. Dann hatte ich bei eBay Kleinanzeigen. Wenn ich diese Kleinanzeige gleich noch finde, packe ich die hier oben oder hier oben rein. Da hat einer ungefähr 30 Kilometer von mir weg einen Mega Drive reingesetzt mit ein paar Spielen drin für 30 Euro. Ich habe natürlich sofort angeschrieben, hat gesagt, ich hole es sofort ab. Ich bin dorthin gefahren und habe mir dann halt einen Mega Drive mit zwei Controller. Ein Controller ist original, einer ist ein Third Person oder Third Party Controller. Das ist egal. Alle Kabel sind dabei, funktioniert auch. Und da waren dann halt noch ein paar Spiele bei. Da war einmal das Mutant League Football. Dann war dabei Last Battle, Story of Thor, Phantasy Star 3 und dieses japanische Spiel, was ich nicht weiß, wie es genau heißt. Alleine dieses Spiel waren die 30 Euro wert. Also ich habe es zwar gefunden bei eBay, aber das kostet auch 30 bis 40 Euro und ja, jeder weiß, dass Phantasy Star teurer ist und The Story of Thor teurer ist. Der Witz war, ich kam dort an, habe ihn ja geschrieben, er hat mir dann seine Adresse, ich kam dort an und da lief schon mal erst mal laute Musik, da Rockmusik und so, und dann kam ich dort auf dem Hof und da standen ganz viele Harley Davidson Motorräder und da waren eine ganze Menge an Typen, solche Brecher dabei, komplett tätowiert, das ganze Gesicht. Das war irgendwie so eine Motorradgang, kam ich bei denen auf dem Hof und dann kam er da an mit seinem Karton und sagte, ja, hier ist das alles komplett tätowiert, ein Gesicht, solche Arme. Und hab gedacht, ja. Aber er war unheimlich nett und er fragte, meinst du 30 Euro ist gut oder soll ich noch ein bisschen runter? Ich sagte, nein, 30 Euro ist alles gut. Erstmal Respekt vor so einem Mann, der 2 Meter groß ist, solche Arme. Und dann 30 Euro. Ja, ich gehe vielleicht. Nee, ich so, nee, 30 Euro ist gut, ne? Schon alleine wegen den Spielen, ne? Und er so, ja, ich habe gedacht, das wäre zu teuer. Das ist so schon so alt. Ich so, nein, ich sammle die Sachen, ist alles gut. 30 Euro nehme ich Ihnen das ab. Wie gesagt, wenn ich das finde, packe ich das hier nochmal rein. Da war ich natürlich auch sehr, sehr froh drüber, ne? Dann am letzten Wochenende habe ich jetzt mir Yogi Bär gekauft auf dem Flohmarkt bei uns in Bremerhaven. Habe ich mir ergattert, ein super Zustand auch und kann ich nichts zu sagen. Endlich mal wieder ein Mega Drive Spiel bei uns auf dem Flohmarkt. So, dann hatte ich beim ESA noch ein Spiel gekauft, also in Lingen.
Das ist für den Sega Saturn World Series Baseball. Und ich hatte kurz vorher mir auch wieder, also es ist echt, ich um meine 30 Euro ist immer irgendwie so ein Ding, ein Sega Saturn, ich glaube das war für 30, oh so um den Dreh, bevor ich jetzt was Falsches sag, aber viel mehr habe ich dafür nicht bezahlt und da waren halt diese Spiele dabei, Panzer Dragoon, Die Hard Trilogy, Exhumed, Tomb Raider, Sega Rally Championship und Virtual Fighter 2. Ja, ich glaube, das war's, was ich euch alles zeigen wollte. Ich glaube es jedenfalls. Ja, Leute, das waren jetzt die letzten Pickups von dem letzten kompletten Jahr. Ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis ich das nächste Video mache. Und jetzt muss ich erstmal den ganzen Kram hier zusammenschnibbeln. Ja, ich danke euch, dass ihr tatsächlich noch mich anschreibt und sagt, wann kommen neue Videos. Wir fanden meine Videos gut. Danke, Leute, dass ihr mich unterstützt. Ich brauchte diese Pause. Das war schon meine zweite Pause, die ich unbedingt brauchte. Jetzt geht es mir aber wesentlich besser. Fühle mich wieder wohl, auch mit dem neuen Job. Ich werde jetzt versuchen, öfters wieder ein paar Videos zu bringen. Es wird vielleicht nicht ganz so viel Flohmarkt, weil Flohmarkt ist im Augenblick nicht so sehr gut. Bremerhaven vor allen Dingen nicht so. Da werde ich mal sehen, dass ich mit ein paar Jungs noch ein paar Videos zusammen mache, wie mit den Retro-Dudes. Mit denen will ich noch was machen. Wir fahren nächsten Monat auf die Börse nach Hamburg, die Retro-Börse. Also da könnt ihr uns treffen. Da ist der Polo Bailo und die beiden Retro-Dudes sind dabei. Dann fahre ich vielleicht nochmal nach Holland, dort nach Twente, in den riesigen Game Shop. Nächstes Jahr fliege ich mit 6 Leuten, also mit den Retro Dudes, Polo Bailo und noch 2 anderen Kumpels von mir, fliegen wir nach Japan, nach Akihabara. Das will ich natürlich auch komplett dokumentieren, aber erst im nächsten Jahr. Vielleicht schaffe ich das vorher nochmal, einen Kurztrip nach London. Dort möchte ich ganz gerne auch mal noch ein paar andere YouTuber dort treffen aus England. Was alles passiert in der nächsten Zeit, das kann ich nicht so genau sagen. Es wird im November ein ganz, ganz großes Gerät bei mir hier abgeholt. Oder ich hole es in Lingen ab bei dem ESA. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass du es mit zurücklegst. Und da werdet ihr gespannt sein. Da werdet ihr echt gespannt sein, was ich mir da geholt habe. Ich muss nur zusehen, dass ich hier in diesem Raum noch Platz kriege. Ja, nichtsdestotrotz, mir hat es wieder Spaß gemacht, ein Video für euch zu machen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich eine ganze Weile Pause gemacht habe. Und schaut mal bei meinen Streams vorbei, entweder bei YouTube oder bei Twitch. Bei Twitch heiße ich auch genauso Pixelami. Und vor allen Dingen bei Instagram. Schaut bei Instagram vorbei, da poste ich fast jeden Tag 1 oder 2 Sachen. Und wenn da mal 2 Tage dazwischen sind, ist auch okay. Aber es kommen auf jeden Fall mehrmals die Woche neue Posts von mir. Und ey Leute, habt Spaß auf dem Flohmarkt, habt Spaß beim Sammeln, habt Spaß beim Zocken und ich wünsche euch alles Gute, euer Pixel Army. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.